Und hiermit, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem YouTube-Kanal. Wir sind jetzt schon wieder ein paar Tage vergangen in der Prep. Und es gab auf jeden Fall einige Änderungen. Nicht nur in meiner Routine, sondern auch im Ernährungsplan, was die Aktivität angeht etc. Dementsprechend werde ich euch das alles heute hier zeigen. Und es stehen noch ganz viele andere Dinge heute an. Also es wird ein richtig, richtig geiles Video. Bleibt dran und wie immer, wenn ihr mehr sehen möchtet, dann unterstützt mich sehr gerne auf big-zone.de mit meinem Code JAM10. Subs sind drin. Wir haben in mein 6-Minuten-Tagebuch reingeschrieben. Das ist so mein Journal. Ich journal jetzt, aber habe mir halt so ein Ding geholt, um das erstmal zu lernen, um da reinzukommen. Ziemlich, ziemlich cool. Hab jetzt die letzten, seit 4 Tagen habe ich es und ich habe jetzt jeden Tag morgens und abends einmal eingetragen. Geht mega fix und es ist einfach cool, wenn man sich so erstens auf den Tag danach vorbereiten kann und auf den eigentlichen Tag, was ziemlich viel Spaß macht, die Produktivität steigert und vor allem auch die Laune anhebt. Aber das ist nicht die einzige Änderung, ihr habt ja schon gesehen, ich habe jetzt wirklich eine feste Mobility-Routine. Ich mache die nicht immer morgens nüchtern. Manchmal mache ich die auch einfach mittags oder abends vorm Schlafen. Dann, wenn es mir einfach gut reinpasst. Aber heute dachte ich mir so, für den Vlog machen wir es direkt morgens, damit ihr denkt, dass ich das auch jeden Morgen mache. Was aber nicht stimmt. Ich bin authentisch. Bedeutet, ich mache es halt dann, wenn es mir reinpasst. Das war jetzt einfach ein bisschen was für die Brustwirbelsäule, für die Quarter Turns, damit ich da besser in die Pose reinkomme. Und allgemein, wenn sich die Schulterblätter besser bewegen können und ihr nicht so verklebt seid. Ja, Motion is Lotion. Bewegt euch einfach anständig. Wenn ihr schon in der Full Range of Motion trainiert, dann habt ihr das sowieso mit drin. Genau. Dann habe ich mir noch so ein paar Gadgets bestellt, die ich euch auch im Verlauf des Vlogs zeige. Es ist Prep-Zeit und irgendwie komme ich da immer dann in so eine krasse Kaufsucht, wo ich mir Dinge hole, die halt alles irgendwie optimieren. Dazu später mehr. Jetzt erstmal zur aktuellen Lage. Wie geht's mir? Wie läuft die Prep? Was wurde geändert? Das werde ich euch jetzt alles verraten. Wir sind heute, ist der 8.3.
bei glatten 122 Kilo. Vor 4 Tagen waren wir bei 123,1 und seitdem fällt das Gewicht in einem sehr, sehr schönen Schnitt. Immer so 200, 300 Gramm weniger pro Tag. Und ich glaube, am Montag oder Dienstag gab es dann die erste richtige Anpassung. Was heißt die erste richtige? Die nächste Anpassung. Und zwar wurde das Cardio erhöht. 40 Minuten an Trainingstagen und 60 Minuten an Off-Days. 10.000 Schritte, das hatte ich ja schon davor. Und jetzt wieder, wie im letzten Vlog, nochmal von jeder Carbquelle 10 Gramm reduziert, sprich 60 Gramm Haferflocken, 60 Gramm Reis, 60 Gramm Rice Meal, Post-Workout nur noch 70 Gramm Schoko Krispies und die Paranüsse wurden um 10 Gramm reduziert auf 20 Gramm. Da nehme ich aber immer Mandelmus. Genau, sonst Clen, also alle Medikamente sind gleich geblieben. Da hat sich gar nichts geändert. Formcheck an Max heute war, habt ihr auch gesehen im Intro, war nix. Ist einfach zu sonnig. Bedeutet, ich werde mich heute auf jeden Fall live nochmal vor ihm ausziehen, damit er das sieht. Oder morgen nochmal Bilder machen. Ein bisschen früher. Wie geht's mir? Heute geht's mir ziemlich gut. Die letzten 2 Tage waren durchwachsen. Also Mittwoch war ganz schlimm. Wir haben Dienstag Quads trainiert. Dann bin ich mittwochs aufgestanden und habe meine ersten Schritte gemacht und habe schon gemerkt, Alter, jeder Schritt fühlt sich schwer an. Mein ganzer Körper tut weh. Dann im Anschluss direkt die 60 Minuten Cardio gemacht, duschen gegangen. Und in der Dusche war so richtig so, als hätte jemand den Stecker in dem Moment gezogen. Und das war so das erste Mal jetzt in der Diät, wo ich die Diät richtig gemerkt habe. Und der ganze restliche Tag, meine Freundin und ich sind dann zur Thai-Massage gefahren. Das war auch ganz entspannt, aber danach war halt wirklich aus. Und dann hatte ich miese Blähungen und einen unnormal miesen Blähbauch. Das hat sich bis gestern, also Mittwoch war vorgestern, gestern war Donnerstag, gezogen. Heute ist wieder besser. Ich hatte auch einen weichen Stuhl, also entweder kam meine Verdauung nicht hinterher. Ich habe irgendeinen Müll gegessen. Anders kann ich es mir tatsächlich nicht erklären. Ich habe keine Orals drin, außer ein Clen aktuell. Und ab und zu mal von einem Push-Training 40 bis 50 Milligramm Oxandrolon. Auch hier, ich merke das tatsächlich, wenn ich das so eine Stunde vorher pre-nehme, aber mit der Pre-Workout-Mahlzeit. Und selbst wenn es nur Placebo ist, ich feiere es. Gerade bei so Drückübungen, um da noch mal ein bisschen die Kraft zu halten, weil ja die Druckübungen in der Diät durch die anderen Hebel schlechter werden. Heute ist wieder alles gut. Heute ist Freitag. Heute steht Brust, Trizeps bzw. Push auf dem Plan. Ich habe unnormal Bock. Und heute kommt auch ein sehr, sehr langjähriger Freund von mir zu Besuch, der mittlerweile ein Athlet von mir ist. Und da werden wir auch gemeinsam ein geiles Video für euch abdrehen, weil Arthur heißt er. Durch Arthur habe ich damals überhaupt erst angefangen, so was die Kniebeuge angeht, Gas zu geben, weil der schon mit 16 200 gebeugt hat. Dazu aber findet ihr in einem anderen Video mehr. Ich mache jetzt hier noch ungefähr 15 Minuten Schritte und gehe dann aufs Fahrrad 40 Minuten. Wie gesagt, der Vlog heute wird Killer, also bleibt auf jeden Fall gespannt. Es gibt auch eine visuelle Veränderung von mir, habe ich auch schon mal erwähnt, dass wir so ein bisschen den Jay Cutler nachmachen wollen, beziehungsweise wir machen den eigenen Jay Cutler, und zwar den Justin Musiol Cutler Style. Bin echt gespannt, wie das aussehen wird. Ja. Yeah. Ansonsten, ich bin wieder glücklich. Wie gesagt, die letzten 2 Tage waren wirklich widerlich. Heute scheint die Sonne, das Wetter ist mega geil. Bisher läuft die Routine, es kam unglaublich viele Pakete. Und zum anderen, eigentlich das Wichtigste, der Jam-Shop ist ab sofort online. Bedeutet, ihr könnt den Jaminator jetzt kaufen. Unten ist der Shop verlinkt. Checkt es ab. Vielen, vielen Dank für jeden, der bisher bestellt hat. Vielen, vielen Dank für jeden, der weiterhin bestellen wird. Es kommen noch andere Dinge raus, T-Shirts und so. Also bleibt da gespannt. Cardio ist erledigt, frisch geduscht, passt alles. Jetzt fangen wir an, wie immer, mit der Pre
Breakfast Subroutine. Und da gibt es bei mir wie immer eine Portion Vitafuse im Geschmack Heidelbeere heute, denn da kommt jetzt auch einmal unbezahlte Werbung mit rein. Habe ich mir tatsächlich nur besorgt, weil ich jetzt eben diese Magenprobleme habe und ich tatsächlich nur Gutes von diesem Produkt gehört habe. Und zwar die Daily Greens hier von Revive. Ja, ist die Marke von Matt Janssen. Sprich, ja, ist kein richtiger Konkurrent zu irgendwas von hier. Deswegen kann ich das, glaube ich, auch zeigen. Und ich will natürlich auch authentisch sein. Hier sind einfach unglaublich viele Greens mit drin. Wir haben Inulin, Chiasamen, unmöglich viel, also Brokkoli-Puder, Powder, Knoblauch-Powder und so weiter. Also echt, echt feine Dinge, die einfach die Verdauung anregen und die Magen-Darm-Gesundheit supporten. Da gibt es auch nochmal einen Scoop im Geschmack. Fresh Berry passt also perfekt zum Heidelbeer-Geschmack des Vitafuse. Zack, 17 Gramm sind hier eine Portion. Schmeckt auch echt gut. Gab es bei mir gestern schon. Die Kombination mit dem Vitafuse ist killer. Und dann nochmal 10 Gramm Glutamin obendrauf. Musste hier jetzt auch einmal auf eine andere Marke ausweichen, weil wir bis vor kurzem kein Glutamin mehr bei uns im Shop hatten und ich kein neues nachgeordert habe. Also ihr seht, alles für die Verdauung. Dann haben wir hier eine Kapsel Enzyme und zwei Kapseln von meinem Signature-Produkt, was bald online geht und ebenfalls für die Magen-Darm-Gesundheit ist und mir hier auch enorm hilft. Unglaublich lecker. Und dann machen wir jetzt mal unser Frühstück. Hier dieses wunderschöne Nordsport Baseball Jersey. Könnt ihr auch bald auf nordsport.shop kaufen. Code JAM5, dann könnt ihr auch ein bisschen was sparen. Okay, endlich die erste Mahlzeit. Ich muss auch sagen, jetzt kommt so langsam die Lust und Laune aufs Essen. Zwei Vordereier mit minimal Light Ketchup. Ich muss sagen, Light Ketchup allgemein feiere ich gerade gar nicht mehr. Aber auf Eiern, so ein klein bisschen, schmeckt einfach wie ein Burger. Also so ein Burger mit Ei. Vielleicht ist es jetzt auch einfach nur noch mein Prep-Brain. Aber es ist ziemlich delicious. Cardio fällt mir auf jeden Fall ziemlich einfach. Lese gerade, ich habe jetzt die ganze Zeit so ein paar Selbsthilfebücher gelesen. Und heute, beziehungsweise gestern Abend habe ich, lese auch gerne Thriller von Simon Beckett, Kalte Asche angefangen. Ist der zweite Teil, den ersten Teil habe ich nicht gelesen, gibt 7 Teile oder so. Und ich muss sagen, der Schreibstil brutal. Also für all diejenigen, die Bock haben auf Thriller lesen, was übrigens sehr viel Spaß macht, den kann ich dieses Buch empfehlen. Ansonsten habe ich jetzt vor kurzem Miracle Morning durchgelesen. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal so ein Video zu meinen Top 7 oder Top 6 Büchern mache, dann schreibt es mal unten in die Kommentare, weil ich inzwischen echt viel gelesen habe. Und spart euch bitte jetzt das Kommentar, ey, iss nicht, rede nicht, während du isst. Oder andersrum. Das ist effizientes Arbeiten. Genau, und Miracle Morning, muss ich sagen, hat mich brutalst motiviert, meine Morning-Routine zu optimieren. Gerade mit Affirmationen, Visualisierung, bisschen Meditation. Ich meine, Exercise, Reading mache ich sowieso immer. Und Scribing, also jetzt das Journal-Schreiben, habe ich erst vor kurzem angefangen. Und ich würde schon behaupten, dass es definitiv was bringt, gerade was das Mindset angeht. Und es macht mir halt auch Spaß. Und ich muss sagen, Lesen und Cardio, das ist einfach Killer. So, jetzt kommen die Haferflocken, 60 Gramm.
60 Gramm Battleway, Geschmack Vanille, bisschen Zimt, 150 Gramm Beeren. Eigentlich 200 Gramm Beeren, aber die restlichen 50 Gramm Beeren möchte ich in meinem Pre-Meal mit dem Rice Meal essen. Schmeckt einfach geiler. Back vom Friseur, die Seiten sind wieder frisch. Gibt's direkt meine Pre-Workout-Mahlzeit. Wir haben 60 Gramm Rice Meal, 60 Gramm Battle Isolate im Geschmack Vanille, 50 Gramm Beeren und 50 Gramm Banane, ein bisschen Cheddar-Zimt und 2 Gramm Salz. Ich muss sagen, der Friseur hat mich heute echt gut geschnitten. Bin sehr zufrieden. Bin minimal im Zeitstress, wie immer. Aber jetzt gönne ich mir hier erstmal dieses wunderschöne Rice Meal, das mittlerweile echt brutal schmeckt. Mir war es klar, dass irgendwann in der Prep das Rice Meal wieder meine Lieblingsmahlzeit wird. Und da befinden wir uns jetzt aktuell. Heute steht Brust, Trizeps, beziehungsweise Brust, Schultern. Brust, Trizeps, Schultern auf dem Plan, also Push. Eine seitliche Schultervariante, 3 bis 4 Brustübungen und 2 bis 3 Trizepsübungen, je nachdem. Habe ich richtig Bock drauf. Werde ich für euch abfilmen, hier in dem Vlog. Ja, Haare färben. Mal gucken, ob wir das heute noch machen. Ansonsten morgen im nächsten Vlog. War eben noch in der Apotheke, habe mir ein neues Blutzuckermessgerät geholt. Und ist direkt geschrottet, zumindest die Lanzette, zum Bluttropfen abholen. Aber ich habe was anderes bestellt, es kam auch heute. Und das werde ich euch in diesem Vlog noch zeigen und anbringen. Und zwar das Freestyle Libre. Das machen wir schön nach dem Training, weil jetzt ist es mir tatsächlich noch zu stressig. Ich muss mir jetzt gleich noch meinen Intra-Shake anmischen, meinen Pre-Workout-Shake und so weiter. Das will ich euch auch nicht vorenthalten lassen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich fit heute. Und die letzten Tage waren wirklich schlimm, was Müdigkeit angeht. Und auch was den Schlaf angeht, weil mein Schlaf ist aktuell echt beschissen. Denn ich stehe immer so nach 3-4 Stunden auf, muss pinkeln und das Einschlafen fällt mir dann enorm schwierig. Und ich nehme schon wirklich alles, was man so nehmen kann an Subs. Werde ich euch auch noch im Abend zeigen, was es da bei mir gibt. Welches Protokoll. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp. Ich gehe dann auch nicht ans Handy, wenn ich nachts aufstehe. Also den Tipp brauche ich nicht von euch. Aber vielleicht irgendeinen anderen, dass man da in der Nacht nochmal runterkommt. Weil bei mir, ich stehe halt auf und direkt ist der Kopf voller Gedanken. Also auch mitten in der Nacht, das ist halt doof. Und das wirkt sich einfach auf den Alltag aus. Heute ging es auf jeden Fall. Heute bin ich richtig fit, motiviert und hab Bock zu ballern. Schwarzer Kaffee, auch am Start. So, Intra wird jetzt angemischt. Wir brauchen Cluster. Ja, Kreatin, ganz klar nochmal Citrullin. Und was ich jetzt auch neu in meinem Intra-Stack habe, ist Taurin. Auch irgendeine random Marke. Einfach nur zwecks Krämpfen vom Clan, um da entgegenzuwirken. Dosierungstechnisch hat sich beim Intra nichts verändert, bis auf das halt jetzt das Taurin mit am Start ist. Aber wir haben immer noch 2 Portionen ERAs, sprich 36 Gramm Pulver entspricht 20 Gramm rein ERAs und das entspricht wiederum, lass mich nicht lügen, ja, 6 Gramm Leucin. Das ist das, was man so als, sag ich mal, 122 Kilo Bodybuilder zu sich nehmen sollte im Intra-Shake. Passt vollkommen. Also 2 Portionen davon. Citrullin nehmen wir so 6 bis 8 Gramm. Ist immer unterschiedlich. Hatte ich ja schon in anderen diversen Videos erklärt, warum es bei mir das im Intra-Shake gibt. Einfach um den Pump länger zu behalten. Taurin nehme ich 5 Gramm. Das reicht dicke aus. Ihr merkt schon, jetzt gerade in der Prep bestelle ich wirklich gefühlt alles, um einfach alles zu optimieren. Ey, ich bin so motiviert, Freunde, ihr habt keine Ahnung. Und die Trainings mit Tobi sind halt auch so geisteskrank gut. Kreatin, wie immer, 15 Gramm. Aber Tobi muss heute leider ein bisschen auf seinen Ellenbogen aufpassen. Bedeutet, ich muss PRs für uns beide weghauen. 50 Gramm Cluster, da sind wir noch relativ hoch mit den Intra-Carbs. Finde ich auch ziemlich sinnig. Also gerade in der Diät
werde ich oft gefragt, wann sollte man denn die Carbs oder wo sollte man die Carbs zuletzt streichen? Und da sage ich ganz klar, rund ums Training sollten die Carbs, solange es geht, drin bleiben, sprich Pre-Post und dann eben im Intra, denn dann seid ihr immer schön versorgt und arbeitet gegen den katabolen Teufel. Post-Workout hat sich tatsächlich ein bisschen was bei mir geändert, das zeige ich euch dann aber nach dem Training. Da habe ich zwei neue Substanzen, die ich aktuell immer Post-Workout zu mir nehme. Sind aber Subs, keine Nahrungsmittel. Post-Workout Meal wird auch hier direkt fertig gemacht. 70 Gramm Schoko Krispies. Ich nehme hier einfach die von gut und günstig, weil es die Originalen irgendwie nirgendwo mehr gibt. Die Oreos haben mir letztens nicht geschmeckt. Deswegen back to basic. Und diese Waage geht mir einfach nur noch auf den Sack, weil die immer irgendwie rumspinnt. Whey kommt dann im Gym dazu. Ich werde mir im Gym eine halbe Banane stibitzen. Post-Workout, Blutzuckermessgerät, Insu, komplett authentisch hier und dann gibt es jetzt noch 40 Mikrogramm Clenbuterol, weil ich Asthmatiker bin. Hier gibt es noch Shelter 2.0. Kleiner Pumpbooster gibt es mit dem NO Synergy. Nehmen wir heute mal 3 Kapseln, weil Push ist so ein Training, da kann man auch schön voll sein. Ab geht's ins Gym. Ich müsste alles haben. Freunde, mittlerweile angekommen im Gym. Sind wir schon mitten im Warm-up für unsere erste schwere Druckübung. Heute die Incline Smith Press. Das vollständige Trainingsvideo dazu findet ihr unter dem Titel das beste Trainingsvideo, das es gibt. Checkt es ab. Das war ein richtig geiles Video. Tobi muss heute, wie schon erwähnt, ein bisschen aufpassen auf seinen Ellenbogen. Ich dafür nicht. Bedeutet, ich baller heute richtig weg. Okay, Freunde, das war jetzt ziemlich schwer, aber ich habe schon ab der ersten Rep gemerkt, dass es hier in die Bizepssehne reingezogen hat. Kilo mehr macht einen riesen Unterschied bei so Push-Bewegungen. Aber ich muss sagen, im letzten Training, also ich weiß nicht, die Smith Press bei Tobi fühlt sich einfach ein bisschen smoother an. Ich wollte es nicht sagen, es hat sich besser angefühlt. Ja, ja, hat sich besser angefühlt, auch vom Muskelgefühl. Ja, ja. Ja, man muss halt gucken, wo man am besten trainieren kann. Und das werden wir auf jeden Fall jetzt in Zukunft noch dort machen, weil die letzten Wochen will ich. Ich will nicht nochmal, dass es mir hier so reinzieht. Ja. Komm jetzt, Junge! Schön! Komm, arbeiten! Sauber! Eine. Es ist so kurze Restpause und ich kann auch mal Druck aufbauen. Es ist immer witzig bei mir, wenn die erste Übung scheiße ist, habe ich so viel Aggression, dass dann die zweite Übung gut ist. So muss das ausschauen, Leute. Wenn nichts mehr geht, dann noch 2. Haben hier jetzt auch die Sitzeinstellung ein bisschen verändert. Sitz höher gestellt, fühlt sich 1000-mal besser, man kommt besser in die Brust. Und das Witzige ist, Tobi ist eigentlich viel größer als ich. Dennoch passt die Einstellung für uns beide. Einmal die Maschine umgeswitcht, hier auf die Hammer Incline. Tobi macht seinen Backoff-Satz von der Nautilus jetzt einfach hier. Ich mache hier auch noch einen Satz mit. Ja, für uns beide ist heute das Training nicht ganz so geil. Fühlt sich hier heute alles irgendwie fremd an. Ganz, ganz komisch. Letztes Push-Training war eine 11 von 10. Das hier ist jetzt krafttechnisch ist okay bei mir, bei Tobi gar nicht. Aber ich habe mir jetzt halt einfach die Schulter tut weh, es nervt mich extrem. Also ihr seht auch
Leute auf einem hohen Level. Irgendwann wird's zäh. Muss es auch werden, ne? Muss es. Es muss zäh werden, damit man weiß, man ist auf dem richtigen Weg. Auch wenn es jedes Mal mental eine Herausforderung ist, weil es nervt, keinen Progress zu machen. Absolut. Also mich auch. Wir sind ja beide so Progress-Menschen. Du konzentrierst dich das ganze Jahr darauf, besser und stärker im Training zu werden. Ja. Und dann weißt du, jetzt werde ich schwächer und gehst ins Training und denkst, oh, heute werde ich kein PR machen. Ja. Oder die Chance, ein PR zu machen, ist echt gering heute. Ja. Das nimmt so ein bisschen, ich will nicht sagen Spaß, aber schon ein bisschen. Es nimmt den Spaß. Ja. Das Training ist jetzt, macht Spaß? Nee, das ist zäh. Das ist so. Die haben sich gut angefühlt. Und nur darum ging es gerade. Zumindest bei mir. Wir haben es finally geschafft. Uns ist leider der Akku ausgegangen bei den Flies. Wir haben noch 3 Sätze fliegende gemacht. Eigentlich machen wir immer nur 2, aber irgendwie wollten wir heute noch einen dritten machen. Einfach für das Feeling, weil der Pump bei uns beiden jetzt nicht besonders krass war. Und der Pump war nicht gut. Ich war nicht zufrieden mit deiner Kraftleistung. Ja. Und um irgendwie noch ein bisschen mehr Reiz in die Brust zu kriegen. Wenn der Ellbogen beim Drücken nervt, ist Butterfly absolut ideal. Ja. Genau, dann gab es noch 2 schwere Sätze an der Gymleco Standing Trizeps Press. Da hast du einen etwas leichteren gemacht, einen etwas schwereren. Ja. Bei mir war ganz normales System. Dann Trizeps Crossover 3 Sätze, bei mir ein Trizeps Katana 3 Sätze. Da musstest du auch. Ja, ich bin 2 Sätze Pushdown ans Tau gegangen. Das genau ging einigermaßen. Muss ich jetzt halt so den Winkel finden, wo der Ellbogen perfekt steht, da bin ich ein bisschen eingeschränkt. Ja, und dann nochmal 3 Sätze an der Cybex Seithebemaschine, die wir inzwischen beide richtig, richtig geil finden. Voll geil. Also du hast dich auch endlich reingefunden. Jetzt habe ich heute mit meiner Sitzeinstellung, komischerweise war der Sitz anders eingestellt als sonst, von dem, der vorher dran war. Ja. Und es hat perfekt gepasst für mich. Ja, ich glaube, ich muss mal meine Seithebemaschine irgendwie austauschen. Wobei wir müssen, ich muss erstmal deine testen. Ja, das ist auch richtig. Und dann gucken wir mal. Das ist auch richtig. Ja, jetzt gibt es bei uns beiden Post-Workout. Bei mir gibt es 70 Gramm Schoko Krispies mit 50 Gramm Whey und einer halben Banane. Wie viel Krispies hast du? Ich habe noch 120. Ja. Gut, er wiegt auch ein bisschen mehr. Dementsprechend passt es. Post-Workout Subs gab es bei uns beiden 2 Kapseln Magnesium. Wie viel Ashwagandha nimmst du? Auch 600 Milligramm, 2 Kapseln. 2 Kapseln, bei mir auch. Du nimmst noch Taurin. Ich habe Taurin im Intra, das habe ich schon gezeigt. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Genau. Tobi hat jetzt hier schon den neuen Germinator in der Hand. Das habe ich heute auch schon erwähnt. Den gibt es jetzt online. Das ist mega cool. Checkt das ab. Ja, wir werden jetzt hier noch genüsslich Post-Workout essen. Ich mache da noch ein paar Schritte, muss noch auf meinen Athleten warten. Der trainiert gerade Beine. Und dann fahren wir nach Hause. Ihr seht, meine Haare sind noch nicht blondiert, graumeliert. Das passiert erst morgen. Und morgen trainieren wir hier wieder Beuger, Rücken. Beuger heben, ne? Beuger heben, Quad, Bizeps. Density Day plus Bizeps. Density Day plus Bizeps. Werde ich morgen auch vloggen, bedeutet, ihr kriegt jetzt richtig viel Content. Richtig cool. Und eure Kommentare zu uns beiden sind einfach richtig, richtig geil. Vielen lieben Dank für den ganzen Support. Checkt auch Tobis YouTube-Kanal ab, da kommt in Zukunft auch noch was auf jeden Fall Neues. Auf Neues. Ja, in Planung. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt erstmal hier aus dem Gym. Prost. Okay, Freunde, Tobi ist jetzt mittlerweile weg. Ich mache jetzt hier noch ein paar Steps. Kameraaufnahme ist dementsprechend ein bisschen komisch. Ich mache nur, bis du fertig bist. So, Athlet eben vorbeigekommen. Wie gesagt, Training war krafttechnisch was für mich eigentlich in Ordnung, muss ich sagen. Nur eben im ersten Topsatz an der Incline ist es mir halt in die Bizeps-Szene reingefahren. Und ich kenne das schon. Hatte ich früher mal beim Schrägbankdrücken mit der Langhantel. Dementsprechend, ja, ich weiß, dass es in 2-3 Tagen wieder weg ist. War trotzdem nervig. Pump war auch überhaupt nicht am Start, muss ich sagen. Und das ist jetzt auch völlig normal, weil man halt langsam leer wird. Man muss leer werden, um hart zu werden. Ist einfach ein Fakt.
Nichtsdestotrotz konnte ich im Endeffekt meine Kraft überall halten. Ich wurde nicht schwächer. Also eigentlich gibt es nichts, worüber ich mich aufregen müsste. Aber wenn ich jetzt halt den Vergleich ziehe zum letzten Push-Training bei Tobi im Gym, das war halt viel, viel besser vom Feeling, vom Muskelgefühl. Und dann nervt es natürlich. Deswegen, ja, ich denke, nächste Woche werden wir ein bisschen Volumen reduzieren bei den Push-Bewegungen, zum Beispiel beim Schulterdrücken, nur ein Arbeitssatz statt zwei, aber da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten, wenn ich merke, dass ich am Montag vollkommen regeneriert bin, weil es am Sonntag nochmal zu Physio geht. Ich werde nochmal versuchen, meinen Schlaf ein bisschen zu optimieren, dann mache ich vielleicht auch zwei Sätze, aber das entscheidet sich dann relativ spontan. Gucken wir mal. Ja, ich sammle jetzt hier, wie gesagt, noch ein paar Schritte. Mein Athlet macht jetzt noch 5 bis 10 Minuten sein Beintraining. Dann geht's schnell in Kaufland. Haribus kaufen, nicht für mich, sondern für euch, meine Community, damit ihr was Cooles habt als kleines Gadget, wenn ihr den Jaminator bestellt. Und ja, dann filmen wir noch ein bisschen in der Wohnung, was es zu essen gibt. Es sind noch 2 Mahlzeiten offen. Wie gesagt, heute Morgen hat die Morning Routine etwas später angefangen, weil ich gestern Nacht etwas später ins Bett gegangen bin und dann etwas länger geschlafen habe. Dann kamen morgens eben die Pakete für den Versand. Also war auf einen Schlag halt relativ viel. Deswegen hat sich alles ein bisschen nach hinten gezogen. Die erste Mahlzeit gab es dann um 11.30 Uhr und nicht um 9.30 Uhr wie sonst. Was aber an sich gut ist, weil ich jetzt noch relativ viel zu essen habe am Abend. Und ich muss sagen, heute ist so der erste Tag, wo ich mich auch aufs Essen freue. Deswegen passt es ziemlich gut. Morgen wird schwer gehoben. Density Day mit Bizeps. Das wird auch geil. Ja. So läuft eine Prep, Freunde. Es gibt nicht immer, also nicht jedes Training ist eine 10 von 10. Auch wenn man alles gibt, auch wenn man mit dem Mindset am Start ist, irgendwann kommt der Punkt, wo man realisiert, okay, ich bin im Defizit und ich bin mit dem Körperfettanteil schon ziemlich niedrig. Formcheck mit Max gab es auch. Sehr zufrieden, Form zieht an. Streifen in den Quads gehen schon fast bis ganz hoch. Ich halte noch ziemlich viel Wasser, das ist völlig normal. Max kennt meinen Körper, bedeutet, wir wissen, wie viel da noch rausgeht. Und das ist auch sehr, sehr gut zu wissen. 122 Kilo auf 1,74 mit leichten Streifen im Arsch. Quadstreifen, teilt sich alles. Ich bin happy. Mittlerweile ist ein neuer Tag angebrochen, Freunde. Gestern Abend wurde nichts mehr gefilmt. Wir haben einfach nur noch unsere letzten Mahlzeiten gegessen und noch ordentlich getalkt. Aber heute begann der Morgen schon wirklich actionreich. Und zwar haben wir die Pakete des Jaminators verpackt und schon weggebracht, weggeschickt. Ich zeige euch mal, wie das hier jetzt aussieht, wie unser kleines Lager aussieht in unserem Cardio-Büro-Raum. Hier ist der Versandtisch, der steht eigentlich immer im Gang. Den haben wir jetzt hier umdisponiert, dass wir hier ganz normal eben die Pakete packen können. Hier sind die Shaker drin, die holen wir immer raus, packen die hier unten mit so einer schönen Papierfolie, wie auch immer, zusammen, damit der Shaker auch schön geschützt ankommt, keine Schäden trägt. Und dann gibt es natürlich für jeden Kunden nochmal ein bisschen Haribo. Hier schon mal ganz großes Dankeschön für jeden, der bisher bestellt hat. Echt geil, einfach sowas mitzuerleben, wie Leute die eigenen Produkte, sag ich mal, kaufen und das alles supporten. Hätte ich nicht mitgerechnet, macht mich umso glücklicher. Und jetzt geht's weiter mit einem Produkt, das ich euch eigentlich gestern schon vorstellen wollte, aber gestern war der Tag dann doch irgendwie ziemlich voll und ziemlich schnell vorbei. Deswegen gucken wir uns jetzt mein neues Blutzuckermessgerät an. Und zwar ist es ein 24/7 Blutzuckermessgerät, das Freestyle Libre 3. Hier ist das wunderschöne Teil. Das Coole daran ist, ich habe jetzt dafür nichts gezahlt, sondern ich habe hier diese 14 Tage Testversion
geordert. Da geht ihr einfach auf die Seite Freestyle Libre ab von Abbott und füllt da halt die Sachen aus, könnt es dann mal 14 Tage kostenlos testen und genau deswegen habe ich mir das auch besorgt. Ich möchte einfach schauen, zum einen, wie verändert sich mein Blutzuckerspiegeltrend über den gesamten Tag, in der Nacht etc. Ich weiß, dass dieses Stück hier nicht 100% genau misst, wie wenn man jetzt manuell misst, aber gerade dieser Trend, wenn man was gegessen hat, im Training, in der Nacht, wie der Blutzuckerspiegel abfällt, nach dem Aufstehen, wie er ansteigt, das ist ziemlich cool, das zu beobachten. Da wird es auch sehr wahrscheinlich ein Fazitvideo nach den 14 Tagen von mir geben. Ich werde das jetzt auf jeden Fall testen. Ich habe mir jetzt hier am Unterarm die Stelle rasiert. Dann desinfiziert man das Ganze nochmal. Es brennt ein bisschen. Also die Rasur ist ekelhaft. Und dann bin ich wirklich gespannt, wie sich das anfühlt, das gleich da reinzudrücken. Weil ich bin so eine Pussy, was sowas angeht. Ist schon alles vorbereitet. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich es nicht kaputt mache. Ich brauche nochmal die Bedienungsanleitung. Wir starten mit dem Freestyle Libre. Na, wir gucken uns jetzt hier nicht alles an. Die App habe ich mir schon gedownloadet. So, okay. Ich muss die Kappe hier wegmachen. Wahrscheinlich kann man es einfach drehen. Kann ich mal. So sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, irgendwie sieht es aus, als würde ich mir gleich eine fette Nadel da reinstecken. Ich habe minimal Angst. Das sieht gut aus. Wenn du das sagst. Guck mal. Und jetzt muss man es einfach reindrücken. Go. Ich habe Angst. Komm. Ich mal hier das Ding. Ist fest. Um nochmal zu testen, ob es fest ist, kann man hier links und rechts nochmal zack, zack, zack draufdrücken. Sieht fest aus, oder? Nicht das Gefühl, dass das irgendwie falsch oder störend befestigt wurde. Sensor bereit in 60 Minuten. Bedeutet, der muss jetzt erstmal sich, wie auch immer, aktualisieren. Und dann gucken wir weiter. In der Zeit werde ich jetzt erstmal die zweite Mahlzeit für den heutigen Tag essen. Ihr seht, es ist 13.35 Uhr. Bisschen spät geworden gestern. Ja, wenn man sich lange Zeit nicht gesehen hat, dann hat man natürlich viel zu besprechen. Und so ist es auch gekommen. Heute steht ein weiteres Training an. Das findet ihr aber im nächsten Vlog. Denn, ja, das wird hier sonst zu lang. Tobi trainiert heute leider nicht mit. Leider. Werde ich aber später nochmal erklären, warum. Dementsprechend muss ich selber Vollgas geben. Er hat sogar angeboten, dass er trotzdem vorbeikommt, um mich zu spotten. Vielen Dank, Tobi. Aber ich habe gesagt, Junge, erhol dich lieber. Das ist wichtiger als jetzt ein Spotter. Ich meine, ich habe hier meinen Coaching-Klienten am Start. Der kann mich auch im Notfall pushen, supporten, wie auch immer. Oder meine wunderschöne Frau, die mich dann während des Trainings einfach filmt. Und da kommt mir schon wieder der nächste Gedanke. Ich könnte eigentlich auch direkt aus dem Training noch ein ganzes Video machen. Dann hätten wir echt viel Content an dem Wochenende produziert. Gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall richtig hyped. Ich liebe solche Sachen. Gerade jetzt so in der Diät bestelle ich mir halt einfach so viele Sachen, um Dinge zu optimieren. Ich habe jetzt auch eine Tageslichtlampe geholt hier von Beurer, dass wenn ich morgens aufstehe, dass da halt direkt das Tageslicht am Start ist. Mann, ich habe echt... Was gibt es noch so für Gadgets? Was es noch so für Gadgets gibt? Ich weiß gar nicht. Yoga Wheel. Ja, das Yoga Wheel, aber das haben wir ja schon... Das dazu kommt nochmal ein richtiges separates Video, ein richtiges Mobility-Video, wenn ihr da den Anfang aus dem Trailer gut gefunden habt. Gefunden habt. Oura Ring. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall einmal essen. Es gibt 60 Gramm Reis, 200 Gramm Huhn, 100 Gramm Spargel, bisschen Sriracha-Soße. Und dann wird hier auf jeden Fall erstmal noch weitergearbeitet. Steht noch ein bisschen Check-in-Arbeit an. Und später dann Training. Bin ein bisschen müde, aber geht schon.
So schaut die fertige Mahlzeit aus. Wie gesagt, 60 Gramm Reis, 100 Gramm Spargel, 200 Gramm Hähnchen, ein bisschen Sriracha. Schmeckt einfach nur geil. Es geht los, die Stunde der Wahrheit. Zuallererst nehmen wir hier, was ist das? Blond? Blondieren. Ich habe schon alles nach Anleitung vermischt. Perfekt. Dann ich warte jetzt nur drauf, dass du dich hier platzierst. Mache ich. Ich habe minimal Angst, muss ich schon sagen. Ups, jetzt wird es einmal dunkel. Ich habe keine Ahnung, wie das ausschauen wird. Ich habe mir noch nie die Haare gefärbt oder getönt oder sonst was. Ich habe auch keine Ahnung, wie sich das auf der Kopfhaut anfühlen wird. Aber ihr werdet jetzt live dabei sein und es miterleben dürfen. Justin transformiert sich zum Super Saiyajin oder auch zu Jay Cutler. Oh, okay, Freunde. Fangen wir an mit einem neuen Haarschnitt. Naja. Haarfarbe, wie auch immer. Ja, du hast doch gerade gesagt, das Gute ist doch auch. Ja, dass ich hier das erste Mal im Video gezeigt werde und aussehe wie ein Mülleimer. Ja, nimmt das. Also sie sagt immer, sie aussieht wie ein Mülleimer. Ich weiß auch nicht, was die für ein Problem hat. Aber das sind, glaube ich, so typische Frauensachen. Aber du hast auch gerade Magenprobleme. Dieselben, die ich wahrscheinlich die letzten drei Tage hatte. Ich gehe davon aus, dass wir beide irgendeinen Infekt, oder ich hatte einen Infekt oder ein Virus und habe das dann dir übertragen. Dankeschön dafür. Ja, bei dir ist ja nicht so wichtig. Ja, generell alles, was ich mache, ist nicht so wichtig. Das stimmt nicht. Das hast du gesagt, nicht ich. Riecht schon nach Gott los? Nee, ich habe echt Angst, ne? Boah, wenn ich danach scheiße aussehe. Es wird ein bisschen heiß auf dem Kopf, darauf kannst du dich einstellen. Also nur zur Info, ich bin kein Friseur oder so, ich färbe nur ab und zu mal Freundinnen oder meine Mutter die Haare, ich bin kein Profi. Hä, hey, du hast zu mir gesagt, ich mach das. Du hast zu mir gesagt, oh Mann. Egal, das wird schon. Ich vertraue meiner Frau zu 100%. Das wird gut. Wenn nicht, dann kenne ich einen guten Friseur, der rettet's. Richtig. Wie lang braucht es insgesamt? Was schätzt du? Also beide? Oh, schon eine Stunde. Ja, das passt. Wichtig ist natürlich, dass man alle Haare mit drin hat. Hier hinten sind die auch schon schön lang. Das ist perfekt. Freunde, erste Schicht ist jetzt drauf und ich habe... Ja, Justin will sie ja grau haben. Ja, ich habe sie jetzt auf jeden Fall blond. Ich sehe aus wie... Kennt ihr den DJ Somwen? Also für diejenigen, die Urs verfolgen, die kennen ihn bestimmt. Oder Kobosi und Somwen ist so ein... Auch ein Pole. Hat die Haare so nach hinten wie ich gerade. Und blondiert. Und ich musste gerade voll an ihn denken, als ich eine Story gemacht habe. Ich bin echt gespannt, aber ich glaube, es wird mir stehen. Und es macht gerade echt Spaß. Also hier einmal... Der Zwischenstand brennt ein bisschen, aber sonst geht's fit. Das muss brennen. Das muss brennen. Das Endergebnis der Haare seht ihr im nächsten Teil. In diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das ist das falsche Outro. Ganz viel Spaß beim nächsten Vlog. Lasst einen Kommentar und ein Like da, wie ihr diesen Vlog gefunden habt. Und ja, vielen Dank für den Support. Die Reise geht weiter. Ich bin unglaublich hyped. Ich hoffe, man merkt es auch so ein bisschen, dass ich Bock habe auf Content produzieren, Mehrwert bieten und einfach Bodybuilding. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.